Cookies, Comic-Cookies, lecker. Comic-Cookies, Ausgabe 46. Breedstorm guckt noch verstohlen auf sein iPhone. Ja, servus. Und ja, wie ihr hört, ist es wieder eine kleinere Herrenrunde. Dazu wollten wir eigentlich auch ein bisschen kurz ergänzen. Also die Oni und der L, die befinden sich zum einen gerade im Umzug, zum anderen, wie hast du es genannt? Künstlerische Verpflichtungen. So, genau. Und das ist so ein bisschen der Grund, weswegen die letzten paar Male, also die beiden einfach dann nicht dabei waren und Philly ist schwanger. Entsprechend dann hätte eigentlich dabei sein können, aber irgendwie hat sich es dann halt nicht ergeben. Genau. Ja. So viel dazu. Schauen wir mal, dass wir spätestens in Erlangen eine größere Runde zusammenbekommen, wo dann alle mal dabei sind. Aber wie gesagt, das ist dann jetzt dieses Mal und voraussichtlich auch nächstes Mal dann wieder die kleinere Herrenrunde. Wobei ich auch kein Problem damit hätte, dass man mal wieder bei Sepp vielleicht eine Episode versucht oder, na, mal gucken, was sich so ergibt. Ja, zur Not, wir sind immer da und der Kern steht. Genau. So, und diesmal habe ich auch mal ein paar Comics gelesen. Zumindest 3 Stück. Hatte Urlaub, deswegen kommen wir diesmal auch ein bisschen später als normalerweise. Aber der Breedstorm hat ein paar mehr Comics, deswegen würde ich sagen, fängt der auch einfach mal an. Ja, zunächst erstmal einen kleinen Irrtum aus dem letzten Podcast. Ist aufgefallen dem Henning Mertens im Panini-Forum. Wir hatten ja über Moon Knight gesprochen und über den ersten Band nebenbei erwähnt. Und da habe ich natürlich Mark Millar mit Warren Ellis verwechselt. Und ich weißt du, jetzt, wo die böse 4 bald auf mich zukommt, da geht's langsam in Senilität über. Aber gelesen habe ich in der Tat einiges. Angefangen mit Der Rote Baron von Panini Comics. Das ist ein Band, der aus der Albenreihe von Panini rauskommt. Und geschrieben hat das Pierre Waes und gezeichnet hat es Carlos Puerta. Mhm. Und Der Rote Baron ist klar, ne? Manfred von Richthofen. Mhm. Legendärer Pilot im Ersten Weltkrieg. Mit seiner Fokker DR1, in unzähligen Filmen und anderen Machwerken, wo das Thema schon benutzt. Wir haben zum Beispiel bei DC Comics gibt's eine Reihe, die poppt immer mal wieder aus, ursprünglich mal, glaube ich, in den 60ern angefangen, Enemy Ace, die ich sehr schätze, wo es im Prinzip die Figur in der Serie heißt Hans von Hammer, aber ist sehr stark an Richthofen natürlich angelehnt. Mhm. Und das hier kann man sagen, ist auch keine Bibliografie oder sowas, wobei natürlich sehr nah dran ist, sondern eine recht freie Interpretation vom Leben des Roten Barons. Mhm. Also Fliegercomics, muss ich erstmal klarstellen, bin ich jetzt sonst nicht so die Baustelle dafür. Mhm. Das sind ja oftmals Leute, die mit Zack oder sowas sozialisiert worden, da gab es ja einige Fliegercomics und da sind die Grüße an den Marschen. Ja, die sind heute natürlich noch Fan davon. Das ist jetzt nicht so ganz meine Baustelle, weil, wie gesagt, für mich muss die Handlung da so ein bisschen im Vordergrund stehen und nicht das Flugzeug aus sämtlichen Perspektiven, also seitenlange Luftkämpfe ist dann auch nicht so meins. Aber ich bin natürlich ein bisschen befangen, weil ich natürlich für die Flieger aus dem Ersten Weltkrieg schon ein gewisses Faible habe, weil ich das schon, also ich meine, die sind mit wenig mehr geflogen, außer ein bisschen Holz, Leinwand und ein Motor. Und man hat dann halt beschlossen, man möchte ein Maschinengewehr nach vorne drauf und man zieht in den Krieg. Also das ist schon also überhaupt das Ding in der Luft zu halten, ist schon beachtlich gewesen für die Zeit. Und deswegen war das eigentlich auch immer was mich interessiert hat. Mhm. Und wie auch mit Enemy Ace bin ich so ein bisschen in das Thema damals reingekommen. Hab seinerzeit auch das Buch von Richthofen gelesen, von 1921, wurde sein Tagebuch, was er selber geführt hat, abgedruckt, was natürlich spontan, als er abgeschossen wurde, aufhört, aber
dass man sieht halt, dass er natürlich kein Menschenfreund ist, sondern dass ihm das mit dem Krieg und so alles schon sehr gefallen hat. Also Pazifist war das auf keinen Fall. Mhm. Und hier in dem Band gibt es eine schöne Eröffnungsszene. Wir sehen quasi eine Windmühle, Idylle. Und darüber fliegt so ein kleiner Vogel. Und plötzlich gibt's halt sofort, steigen wir ein in den Luftkampf. Also der rote Baron, noch nicht mit seinem Dreidecker, aber mit einem anderen rot lackierten Flugzeug von der Jasta, also von der Jagdstaffel, verfolgt einen Briten. Und es geht durch die Landschaft, die wirklich sehr idyllisch gehalten ist und wird immer so ein bisschen die Gedanken dabei beschrieben, was wollen die in dem Moment erreichen und so weiter und so fort. Und ja, nachdem dieser erste Luftkampf dann zu Ende geht und Richthofen dann gewonnen hat, gibt es einen riesigen Zeitsprung nach Berlin, nämlich 10 Jahre früher, als Richthofen noch ein Schüler ist. Mhm. Und ja, wo er so ein bisschen Probleme hat, er ist in der Schule, er ist ja kein Adliger, wie das von suggeriert, sondern er stammt aus so einer Soldatenfamilie. Und da hat er Probleme an seiner Schule in Berlin mit den adligen Jungs, die ihm für seine sportlichen Leistungen, die ihm das neiden und ihn dann hauen wollen. Und da erlebt er plötzlich eine Szene, wo die in der Umkleide auf ihn zukommen. Also es ist fast so ein bisschen Peter Parker-mäßig. Ja. Sie wollen ihm da vermöbeln in der Umkleidekabine, nachdem er eine große sportliche Leistung vollbracht hat. Und er merkt aber, dass er so einen gewissen Instinkt dafür hat, wer ihn wann und wie angreifen will. Und er hat das Gefühl, er kann die Gedanken von denjenigen in dem Moment lesen. Mhm. Also ich weiß noch nicht, soll das mir suggerieren, er hat sein Instinkt, den er vielleicht hat, oder ist es so, dass er wie eine Art Mutation oder sowas hat, also dass das was Übernatürliches ist. Deswegen sage ich, dass es halt auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise eine Bibliografie oder Autobiografie oder sonst irgendwas in der Richtung. Mhm. Ja. Wir sehen relativ viele Bilder auch von Berlin und anderen Städten dann im Laufe des Bandes, die wirklich sehr detailreich auch gezeichnet sind. Zum Beispiel sitzt er mal in einer Bücherei und über mehrere Etagen mit geschwungenen Leuchten und eine sehr modellierte Uhr und auch die Bekleidung und sowas, das ist wirklich ja wie ein kolorierter Schwarz-Weiß-Film halt teilweise gehalten. Mhm. Richthofen wird in dem Ganzen nicht als Menschenfreund dargestellt. Also er genießt schon in diesem Band als Schüler diesen Thrill, den er da quasi hat, wenn er kämpfen kann. Und er begibt sich als ja gut gekleideter Jugendlicher dann auch mal so ein Berliner Ghetto, also es gab's schon zu früheren Zeiten solche Bereiche. Da wollen ihn die dort ansässigen Leute, die Kids natürlich auch vermöbeln, und also denen gibt es dann halt wirklich, und man sieht schon früh, dass es das wird kein strahlender Held werden, weil er einfach viel zu sehr auf dieses Zerstörung und Kampf abgeht, auch gegen Frauen, also Mädchen in dem Fall und so weiter und so fort. Ja, also das ist schon sehr bedenklich. Und später gibt's auch noch eine Szene, wo es einen Bombenangriff gibt und Richthofen dann sagt zu seinem Kumpel, der dabei ist, hier, komm, wir gehen jetzt mal ein bisschen lieber an die Seite irgendwas, und dann schlagen die Bomben ein. Also es läuft für mich stark darauf hin, dass es in Richtung von der übersinnlichen Geschichte geht. Und ja, weiß ich noch nicht, ob ich das gut finde oder schlecht finde. Auf jeden Fall ist das Ganze optisch richtig gut gezeichnet. Ja, also man hat natürlich, klar. Ja, das ist schon fast gemalt, oder? Ja, also das könnte auch hier fast alles ein Cover sein, was er hier gezeigt hat. Und auch mit sehr viel Detailliebe zu den verschiedenen Flugzeugtypen, die es zu der Zeit auch gegeben hat. Mhm. Man muss halt auch die Städte vollkommen detailliert, also wirklich, ja, zeichnerisch halt ein Traum. Und wenn man sich so ein bisschen für die Epoche und auch für die Luftfahrtgeschichte in dem Bereich interessiert, also man muss halt bedenken, der Gedanke des Fliegens, dass man ein Flugzeug als Waffe benutzen konnte, das war von Anfang an nicht so vertreten, weil die ja froh waren teilweise, dass sie in der Luft waren. Also Richthofen, was ich aus seinem Buch weiß, hat ja eigentlich bei der Kavallerie angefangen. Also er war als Militärssohn natürlich auf Reiten getrimmt, und als dann nach Frankreich ging, da ist er das, hat er das zunächst auf dem Rücken eines Pferdes gemacht. Und erst später hat sich das entwickelt, das war ihm dann zu wenig Herausforderung, dass er mit in die Flugzeuge eingestiegen ist, aber auch teilweise als Ausguck oder um Bomben zu werfen, weil das war die ersten Einsätze, die gemacht haben. Dass jemand auf die Idee kam, ein Maschinengewehr sich da vorne drauf zu schnallen, das kam auch relativ spät.
erst, weil die ersten Flugversuche im Ersten Weltkrieg, die haben sie gemacht und da wurde noch aufeinander geschossen, indem man sein Gewehr einfach mitnahm oder sowas. Ja, also das und schon hier in dem Band, in dem es immer mal wieder Zeitsprünge vor und zurück gibt und verschiedene Flugszenen, die aber auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam auch gemacht sind, dadurch, dass ich das nicht nur vom blauen Himmel sehe, sondern vor einer wunderbaren Landschaft oder auch hier ist, glaube ich, über Holland oder so ähnlich, vor irgendeiner historischen Altstadtkulisse, ist es schon wirklich meisterlich umgesetzt. Also Puerta hat mir jetzt noch nicht allzu viel gesagt und leider hat es Panini immer noch nicht geschafft, dass die vorne mal ein bisschen dazu schreiben. Für Leute wie mich, die dann einfach gucken, was hat der Mensch denn sonst noch gerne gemacht, wie Splitter das macht, das umzusetzen, das wäre noch mal so eine kleine Verbesserung, die die Jungs mal hinkriegen könnten. Mhm. Aber das ist schon eine sehr schöne Serie fürs neue Albumprogramm und auch da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Mhm. Wäre das was für dich? Ja, so auf den ersten Blick sieht es sehr interessant aus, vor allem so mit diesen Malereien, die das Ganze so aufweist. Also ich würde es schon ganz gern mal reinlesen, ja. Das ist halt mal eine andere Sache. Also ich finde es jetzt auch nicht zu klassisch. Ich habe ja immer so ein bisschen Problem damit, wenn irgendwas zu klassisch ist. Könnte jetzt hier natürlich sein, dass es dann auch überarbeitet ist, aber von wann ist es denn ursprünglich oder ist original? Relativ neu. Relativ neu, ja. Das ist eine aktuelle Serie. Gut. Dann schauen wir mal rein. Das ist eine Dupuis-Serie aus 2012. Okay, ja. Ja, also es sieht sehr interessant aus. Das ist auch mal, ja, mal gucken, wie es dann so aufgelöst wird, dann vielleicht im nächsten Band oder weitergeführt wird, wenn du sagst, dass das hat dann nochmal so ein bisschen fiktionale Einflüsse und so weiter und so fort. Zumindest hat es den Anschein. Ja, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr detailgetreu aus und da kann man bestimmt jede Menge entdecken, ja. Mhm. Hast du noch? Du hast latent mehr als ich. Ja, wobei es teilweise natürlich auch schon wieder ein paar Wochen her ist, dass ich das gelesen habe. Aber dem Band, den ich jetzt in den Händen halte, da ist noch nicht so lange her. Und zwar ist das Storm. Storm könnte man auch sagen. Der Storm. Sturm. Ja, das ist mir gleich sympathisch. Durch Trigan bei Panini bin ich auch so ein bisschen auf die Don Lawrence-Schiene aufgeschwungen. Und wodurch er natürlich primär auch bekannt wurde, ist neben Trigan Storm. Und das hatte Splitter ja schon vor einer geraumen Zeit auch wieder neu aufgelegt. Da habe ich mir gedacht, da schaue ich doch auch mal rein. Mhm. Und im Prinzip ist es zeichnerisch, ja, hatte sich da Lawrence natürlich schon ein bisschen weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, Ende der 70er entstanden. Und ja, worum geht's in Storm? Storm ist so eine typische postapokalyptische Geschichte. Mhm. Also Storm ist ein Raumfahrer, der in Sog von so einem von diesem roten Punkt, glaube ich, vom Mars oder so gerät. Mhm. Der rote Fleck. Und dann plötzlich verschlägt's ihn durch die Zeit anscheinend. Also er ist auf einem Planeten oder einem erdähnlichen Planeten und denkt zunächst, er ist in der Vergangenheit gelandet, aber es ist zu vermuten, dass es halt eine postapokalyptische Zukunft ist. Das macht's natürlich sehr ähnlich zu Serien, wie wir es zum Beispiel bei Warlord gesehen haben oder Andrax, ist auch dasselbe Konzept. Also dass irgendjemand aus der Gegenwart in die Postapokalypse plötzlich verschlägt und der erlebt dann seine Abenteuer. Und da geht's dann auch markig zur Sache. Also die Stilelemente ja sind natürlich die gleichen, wie wir es auch bei Trigan gesehen haben. Nur, dass es da halt die Zukunft ein bisschen mehr Fantasy-lastiger ist und immer auf den Trümmern der ehemaligen Zivilisation. Das Ganze ist natürlich auch splittermäßig gut aufgemacht mit viel, viel Bonusmaterial. Das hat ja Panini bei Trigan dann auch gemacht. Mhm. Wobei die es immer zu den einzelnen Episoden hatten. Und bei Splitter ist es hier am Ende des Bandes aber auch sehr, sehr umfangreich. Und viele Hintergrundinformationen auch zu Don Lawrence. Also das ist, wem das eine gefällt, wird dem wird das andere auch gut gefallen. Mhm. Kannst du jetzt natürlich wieder sagen, ist mega klassisch. Aber ich kann auch gerade mit dieser klassischen Sci-Fi in dem Bereich sehr gut leben. Also das ist, natürlich ist es Sci-Fi von drei, vier
5 Jahrzehnten in der Vergangenheit. Also gibt es zum Beispiel eine Szene, wo die in so einen Raum eindringen, wo alte Computer stehen. Und also die alten Computer, ich meine 1978 oder wann es rauskam, der konnte sich natürlich kein Mensch vorstellen, dass du mal sowas hast wie ein iPhone in der Richtung. Ja? Das ist, und die alten Computer sehen dann halt aus, ja, da sieht es so ein bisschen aus wie in einer Flipperhalle, weil die dachten, die Computer, der muss ja groß und bunt sein. Ja. Ne? Ich finde das Panel jetzt gerade nicht, aber also das und auch Gefährte oder sowas, die gehen hier mit ein bisschen aus wie das alte Fantastica oder so. Ja, das mit einem Schienenfahrzeug, das ist im Prinzip ein Zug, was so ein bisschen so ein Achterbahn-Charme so auch hat. Ja, oder da fährt sogar einer in eine Dresine hinterher. Und hier ist dieses Panel mit den Computer, ja, also es ist 1A Flippertische, sind das, was man sich damals vorgestellt hat, was wie ein Computer sein könnte. Ja, also das klar, er klaut sich relativ schnell die Klamotten von irgendeinem Barbaren, läuft dann selber im Lendenshirts und was ist das? Ist das ein wattierter Waffenrock oder was hat er da an? Ja, also er sieht dann auch aus wie ein Barbar, aber hat natürlich einige Vorkenntnisse zu dem ganzen Genre und ja, das ja, nun gut. Spielt ja auch in einer anderen Welt, ne? Ja, das ist also... Also, da sind das vielleicht moderne Computer. Ja. So kann man es erklären. Ist die Frage, ist es die andere Welt, ist es die alte Welt? Aus dem ersten Band geht es noch nicht so richtig hervor. Er lernt da zumindest mal seine Gefährtin kennen, die natürlich auch im Prinzip wieder das Klischee der rothaarigen Schönheit in dem Sinne ist. Machen wir uns nichts vor, aber man muss halt auch immer schauen, aus was für einer Zeit kommt das. Die Leute haben sich da wahrscheinlich über vielschichtige Charaktere in dem Sinne keine Gedanken gemacht. Und es war ja auch nicht gedacht, dass du das war ja im Prinzip auch wahrscheinlich primär für Jugendliche gedacht, die sich das zu Gemüte geführt haben. Und durch die Qualität wirklich von Zeichnungen ist es halt heute glücklicherweise immer noch erhalten. Also Storm ist eine Reihe, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, da nochmal weiter reinzugucken. Ja, weil unterm Strich erfüllt mich so eine abgeschlossene Geschichte hier, wie es in dem ersten Band mit dem Titel Die tiefe Welt, weil da geht es nämlich so ein bisschen, also er schlägt auf und im Prinzip ist es der Meeresboden. Ja. Erfüllt mich dann mehr als, ein Superhelden-Event, wo 2 Millionen Spin-Offs, wo sich Leute gegenseitig verkloppen und hinterher ist der Zustand wieder der gleiche, erfüllt mich dann sowas doch deutlich mehr. Mhm. Ja, also klassische Unterhaltung. Der Steffen schielt so ein bisschen auf seinen... Nee, ich mach nur Bilder. Ach so, von dem Storm. Ich mach praktisch die Reihenfolge. Ach so. Ja, der Steffen hat eine große Aufgabe. Der muss nämlich diesen Podcast immer schneiden und dann macht er natürlich noch die Shownotes immer. Also, ne? Also großen Respekt, ne? Das kriegt er hin. Ja, ich versuch's zumindest. Ja. Deswegen komme ich aber meistens immer nicht so viel zum Lesen. Und schon habe ich eine Erklärung dafür. Nein, aber ich habe mal was gelesen. Ich hatte jetzt ein bisschen Urlaub über kurz vor Ostern und dann habe ich halt auch mal ein bisschen was lesen können. Und weil wir gerade gesagt haben, Protagonist, der in einer fremden Welt aufwacht, können wir doch in einem thematisch ähnliches Setting, nämlich Howard the Duck. Auch da ist es so, dass praktisch der Protagonist in einer fremden Welt sich wiederfindet. Nur ist diese fremde Welt halt zufälligerweise unsere oder die Marvel-Version dieser Welt. Unserer Welt. Und geht es halt darum, dass Howard the Duck eine neue Miniserie hatte, ist bei Panini Comics jetzt erschienen unter dem Titel Howard the Duck, ein Erbel für alle Fälle. Ist geschrieben von Chip Darsky, würde ich jetzt mal sagen, und Joe Quinones. Man mag mir meine Namensaussprache verzeihen. Um was geht's in Howard the Duck oder was hat mich erstmal zum Kauf veranlasst? Sagen wir es mal so rum. Also es ist halt ein knallig bunter Band eigentlich, der so leicht cartoonig angehaucht ist, aber so von den Zeichnungen her kannst du ja dann nochmal vergleichen. Mhm. Auch so ein bisschen zumindest an Mike Allred erinnert. Ne? Mhm. Und die Porträtierung von Howard the Duck erinnert an den Howard the Duck, den man halt, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler mehr, weil
der Film ist lang genug draußen. Also Guardians of the Galaxy hat ja praktisch in einer der After-Credits-Szenen gibt es einen kleinen Geschmack auf Howard the Duck zu sehen. Ich hatte mir damals auch die Hoffnung gemacht, vielleicht kommt da auch ein Film, aber ist ja bislang nicht passiert. Es war dann wahrscheinlich nur so ein Gimmick und als Fanservice gedacht. Und aber genau so in diesem Stil wird halt Howard the Duck hier jetzt porträtiert. Und er hat jetzt im Grunde eine Detektei aufgemacht, um Fälle anzunehmen und diese zu lösen. Und im Grunde dreht sich in diesem Band darum, dass er ein Juwel, was abhanden gekommen ist, wieder beschaffen soll und dabei es schafft, einfach mal in verschiedene Situationen auf der Erde zum einen zu kommen, aber auch mit den Guardians of the Galaxy Abenteuer im Weltall zu erleben. Das ist so der grobe Umriss des Ganzen. Also es führt ihn ein Stück weit und das ganze Abenteuer ist halt natürlich nicht zu ernst zu nehmen, wie das halt der Titel eigentlich schon suggeriert. Und zeigt das Marvel-Universum halt von der witzigeren Seite. So ähnlich wie es damals bei Rocket Raccoon zum Beispiel der Fall war. Und so Ansätze gibt es ja immer wieder. Zu einem anderen von DC kommen wir dann nachher später noch. Genau. So ist es halt jetzt hier. Und gefüllt wird das Ganze dann noch mit so kleinen Zwischengeschichten. Das sind dann immer so kleine Mehrseiter, also 5 Seiten mal nur 4 oder so. Und eine Geschichte hat ein gewisser, auch so ein Name, den ich hasse eigentlich auszusprechen, Rob Guillory, meint ich, wird er ausgesprochen, gezeichnet, der den meisten vielleicht eher bekannt ist als der Zeichner von Chu, der Serie, die bei CrossCult erscheint. Ja. Breedstorm guckt gerade mal ein bisschen durch. Wie würdest denn du so die, meine Assoziation, teilst du die, dass das so ein bisschen an Mike Allred angelehnt ist, oder siehst du es ein bisschen anders? Ja, wie eine Mischung von Mike Allred und wirklich klassischen Sachen aus den 60er, 70ern, wo ganz klar die Zielrichtung auch hingeht. Ich meine, es tauchen ja verschiedene andere Figuren aus, wie Spider-Man, die Fantastic Four und so. Und optisch sind sie da stark in die Richtung gegangen, ja. Genau, ja. Ja, also es ist eine Empfehlung für diejenigen, die Spaß haben an einem lustigen Marvel-Universum. Also er trifft halt, wie der Breedstorm das gerade schon angedeutet hat, auch auf die unterschiedlichsten Charaktere. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, die Guardians of the Galaxy sind nur einer davon oder eine Gruppe davon. Ist dann noch, sind halt noch ein paar mehr dabei, Spider-Man, Doctor Strange und so weiter und so fort. Und er bekommt einen neuen weiblichen Sidekick. Das ist auch so ein bisschen immer das bei Howard the Duck gewesen, ne? Das mit diesen weiblichen Sidekicks. Oder? War das da immer schon so? Oder hat sich das jetzt nur durch den Film so bei mir ein bisschen eingebrannt? Weil da war es ja so. Da hat er ja auch so eine Erdendame kennengelernt, mit der er dann durch die Gegend gezogen ist. Also ich muss sagen, mit Howard the Duck habe ich mich noch nicht so wirklich viel beschäftigt, weil für mich das Marvel-Universum ja schon so ein bisschen realitätsnäher ist, soweit man natürlich mit Superkräften und Galactus und ähnlichen Dingen da drüber. Und für mich weiß ich nicht, ob da so eine Ente auf Erden, so eine labernde Ente so in New York so funktioniert. Ich meine, okay, ein labernder Ziegelsteinhaufen und Ähnliches gibt's ja auch. Oder Dragon Man und alle möglichen Figuren und Squirrel Girl. Aber ich werde mir den Band natürlich mal ausleihen. Das ist sehr gut, dass du dir den geholt hast. Das freut mich sehr. Und dann werde ich mich mal inspirieren lassen davon. Ja, bin mal gespannt, was du dann das nächste Mal davon sagst. Genau. Ja. Dann passt. Ja, das passt mega gut dazu. Ihr wisst ja, ich bin immer der Typ, warten auf die DVD. Und lange habe ich gewartet auf die Guardian of the Galaxy DVD, damit sie in meinem Preisbereich dann mal so angekommen ist, und habe die billig
abgegriffen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lese ich mal ein bisschen was in der Richtung. Die aktuelle Guardians of the Galaxy Serie hatte ich ja schon mal angesprochen, war jetzt nicht so hundertprozentig meins. Vielleicht riskiere ich trotzdem noch mal einen Blick, jetzt wo ich den Film gesehen habe, wo ein bisschen die Figuren auch verinnerlicht habe, weil damit hat es ja viel zu tun. Mhm. Habe mir stattdessen Rocket Raccoon and Groot geholt, die Complete Collection von Marvel. Und da ist jede Menge Zeug enthalten, zum Beispiel die Herkunftsgeschichte von Groot aus Tales to Astonish. Ne? Mhm. Da war ja mal als Monster so eingeplant gewesen. Und der erste Auftritt von ihm war in Incredible Hulk von 1968. Und auch das ist drin enthalten, da hat logischerweise mit dem Hulk zusammen. Aber in den nächsten Serien, da sind komplette Miniserien drin, wie Rocket Raccoon 1 bis 4 und Annihilators und also Earthfall 1 bis 4 ist drin. Und im Prinzip zieht sich das so wie eine rote Linie durch die Geschichte mit der Herkunftsgeschichte von ihm. Mhm. Weil das kommt in dem Film, glaube ich, nirgends zur Sprache, warum da plötzlich so ein labernder Waschbär ist. Und hier aus dem Buch erfahren wir ja, der stammt von einem Planeten mit weiteren anthropomorphen Tieren, die, was heißt Wesen, müssen wir ja sagen, die auf einem verschlossenen, weit entfernten Planeten leben, mit mörderischen Clowns zusammen. Okay. Und jede Menge anderen fiesen Wesen. Zum Beispiel gibt es dann ein Walross, das mit seinen 10 Raketen verschießen kann. Und ja, auch Bösewichte, wie ich glaube, das eine ist ein Maulwurf, das andere ist eine Eule. Oder dann gibt es noch so Ninja-Hasen. Also es ist schon sehr, sehr abgefahren. Wird aber für mich im Laufe der Zeit immer besser und klarer, was da wirklich über die Jahrzehnte hin geschaffen wurde. Ja, also das ist was sehr, sehr Spezielles. Ja, muss man, glaube ich, auch mögen. Mhm. Also, wie gesagt, ich bin ja da nicht so hundertprozentig affin dafür. Aber unterm Strich ist es doch ein sehr, sehr rundes Paket, gerade für jemanden, der sich für die Figur interessiert. Also die ganz alten Sachen sind, muss ich eingestehen, nicht so hundertprozentig meins. Aber am Ende wird's relativ klar und zu einer runden Geschichte eigentlich. Also es ist kein zusammenhängendes Ding, aber es kommt immer wieder auf dieses Thema mit diesen Planeten am Ende hinaus. Und auch die verschiedenen Stars, die da irgendwas für geschrieben oder gezeichnet haben, ist Giffen, Buscema, Mike Mignola, Timothy Green, der Zweite. Ja, also das sind schon wirklich Szenegrößen, die da jeweils was dafür gemacht haben. Ich habe mir das Ganze natürlich gebraucht gekauft. Ich habe eine wunderbare Edition aus der Cleveland Public Library bekommen. Machen die Amis ja gerne, dass die dann die ehemaligen Bibliotheksexemplare verscherbeln. Aber dafür war es für schmales Geld zu kriegen, weil der normale Preis, weiß jetzt gar nicht, was steht hier, war relativ hoch, weiß jetzt nicht aus dem Kopf. Aber das ist eine Möglichkeit für mich, in die Figur da mal gut reinzuschnuppern. Ja, gerade Mike Mignola verehre ich natürlich auch in sowas, wirklich schön dann mal reinzugucken. Ja. Mhm. Sind sehr, sehr unterschiedliche Stile. Ja. Also man muss sich drauf einlassen können. So der große Maulwurf als Bösewicht. Ich meine, Steffen grinst so ein bisschen angegeilt in sich rein, als er das sieht. Ja, wir sehen da auch seine also es geht ein bisschen mehr auch in Rocket Raccoon. Groot kommt zwar auch drin vor, aber es ist im Endeffekt ist es hauptsächlich doch Rocket Raccoon, dem der Band hier gewidmet ist. Mhm. Und man sieht seine Ex-Freundin und ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Also es ist wirklich abgefahrener Kram. Ich weiß nicht, auf was für ein Trip da der ein oder andere Künstler gewesen ist, als sie sich das ausgedacht haben. Aber wie gesagt, am Schluss haben sie es wirklich geschafft, in einigermaßen Strich zu ziehen, dass das alles irgendwie doch noch dann Sinn macht. Ja. Und ja. Gut. Ich hatte es ja gerade schon mal angesprochen, zu diesen lustigen Umsetzungen von Comics, sage ich jetzt mal, hat ja Rocket Raccoon jetzt auch ganz gut reingepasst in die Reihe und da würde ich mich jetzt nochmal nahtlos anschließen mit einem weiteren. Und zwar ist bei Panini
ein Band erschienen, der da heißt Bizarro und behandelt natürlich das misslungene Gegenstück von Superman im Grunde, wenn man es so sagen möchte, der ja schon verschiedene Origins hatte, also sagen wir mal, eine davon war halt eben die missratene Version von Superman, die von Lex Luthor irgendwann erschaffen wurde. Dann gab es die Version, dass er von einem eigenen Planeten, Bizarro World, kam. Und ich glaube, das ist so auch die Version, die wir, das ist auch die Version, die wir jetzt hier sehen. Genau. Das Ganze wurde geschrieben von Heath Corson und meine ich, ja, genau. Und gezeichnet von Gustavo Duarte. Ein sehr sympathischer, junger Zeichner, der vor kurzem auch zu Gast hier in Frankfurt war und auch auf der Leipziger Buchmesse. Und ja, das hat natürlich wunderbar gepasst, als der Band rauskam, dass man dann auch zum Signiertermin gehen konnte. Genau. Nichtsdestotrotz hätte ich mir den Band auch so geholt, habe ich mir auch schon eine Weile vorher geholt, weil das genau mein Zeichenstil ist. Ich weiß nicht, ob du mal reingucken möchtest. Es ist halt so ein sehr schöner Funny-Stil. Natürlich wird er werden die Muskelpakete hier, also Bizarro und auch Superman, sehr überproportioniert dargestellt. Und Jimmy Olsen spielt im Grunde die nächste Hauptrolle, also im Grunde den Sidekick hier und der sehr schlaksig wiederum dargestellt ist. Ja, und da kommen dann halt einige lustige Charaktere drin vor, wie zum Beispiel ein gewisser King Tut, den der ein oder andere sicherlich kennt aus der oder eine Version von King Tut aus der 66er Batman-Serie. Da gab es das schon mal und hier ist es eine andere Interpretation. Hier ist er im Grunde ein Autohändler, der über Umwege zu der Fähigkeit kommt, Gedanken zu kontrollieren und die natürlich dann auch nutzt, um Autos zu verkaufen. Und ja, das ist nur eine Anekdote aus dem ganzen Ding. Ich will jetzt ja auch nicht zu viel verraten. Aber kurz zur Grundstory, die ist halt die, dass Jimmy Olsen und Clark Kent zu mehr oder weniger im Spaß beschließen, dass Bizarro ja eigentlich, weil er ja immer wieder natürlich ungewollt, aber immer wieder Dinge zerstört und kaputt macht und halt, naja, schwer zu kontrollieren ist. Und da kommen sie halt auf die Idee, ihn einfach irgendwo hinzuschicken, wo er jetzt nicht so viel kaputt machen kann. Und da kommen sie irgendwie auf Kanada. Und wollen ihn da so ein bisschen als das Bizarro-Amerika verkaufen, wo er dann praktisch die Rolle des Superhelden annehmen könnte. Und im Grunde beschließt dann Jimmy Olsen, das tatsächlich so zu machen, will das Ganze über einen Roadtrip mit ihm zusammen erledigen, also den Weg dahin quasi, und hat dabei noch im Hintergedanken, da ein Bildband draus zu machen, weil er ja Fotograf ist und ja, das ist halt ein schönes Nebeneinkommen, sagen wir mal so, wenn da so ein Bildband von einem Fotografen erscheint und wenn das dann auch mit einer halbwegs prominenten Person besetzt ist, ja, lässt sich das ja sicherlich gut verkaufen. Ja, gesagt, getan, wollen die beiden sich halt ein Auto kaufen, kommen dann auch relativ schnell zu diesem schon erwähnten King Tut und erleben da so das erste Abenteuer. Und natürlich ist es bei so einem Roadtrip, bei so einer Roadtrip-Geschichte so, dass da viele lustige Charaktere auftauchen und die beiden immer wieder in seltsame Situationen geraten. Vor allem, wenn du dann halt auch noch den Bizarro-Typen dabei hast. Und der spricht halt auch wirklich, wie man es kennt, alles genau gegenteilig aus. Also das heißt, Beispiel, er will halt ausdrücken, er mag etwas ganz besonders. Also sagt er, ich hasse das, ja. Genau. Und
an diese Art zu sprechen, muss ich natürlich Jimmy Olsen auch was gebühren. Und ja, im Grunde ist es läuft dann auf so einen klassischen Roadtrip-Buddy-Movie raus. So, halt in Comicform. Ja. Das Ganze, diese sechsteilige Miniserie ist hier abgeschlossen in diesem Band. Gipfelte aber, soweit ich weiß, in eine fortlaufende Serie. Also ich meine, sie läuft aktuell sogar noch. In den USA zumindest. Mal gucken, ob es Panini hier auch fortsetzt. Also ich würde gerne mehr davon lesen. Und es ist halt eine schöne Urlaubskost zum Beispiel. Also es ist jetzt nichts, wo man Tiefgründigkeit erwarten muss. Aber es macht einfach nur Spaß. Ist ein gute Laune-Comic. Ja, ich glaube, da muss ich auch mal reinlesen. das ist gut, dass du dir sowas kaufst, weil vom Cover allein hätte ich jetzt gesagt, na, muss ich das unbedingt haben, aber ich glaube, wenn der Humor einigermaßen nicht zu abgedreht ist, sondern ja, dann werde ich mir das vielleicht sogar bis zum Ende mal durchlesen. Das ist schon eine sehr gute Geschichte. Ja. Tja. Dann kommen wir zu zu zwei Fortsetzungen, die ich schon in anderen Podcasts, die ersten Bände angesprochen habe. Und zwar ist erschienen einmal Sandman Ouvertüre 2 von Neil Gaiman und G.H. Williams III. Und ja, da hat mir beim letzten Band schon gesagt, also es gibt ja die Dreams, also die Sandmans in jeder Realität. Und in einer Realität wurde ein Sandman ermordet. Und also Dream macht sich im Gefolge einer Katze, die auch eine Inkarnation von ihm aus einer anderen Realität ist, auf die Suche nach dem Mörder und trifft alle möglichen Leute, trifft seinen Vater, trifft seine Mutter, dabei trifft teilweise Geschwister, also von den sieben Ewigen was. Und ja, wem das alles jetzt nichts sagt, die sieben Ewigen und Dream, wer ist das überhaupt? Und der sollte in der Tat die klassische Sandman-Serie erstmal lesen, weil das ist schon sehr speziell, auch wenn es eigentlich ein Prequel zu der Serie darstellt, kann man das, glaube ich, nur wirklich genießen, wenn man die alte Serie verinnerlicht hat, und es darf nur nicht zu lang her sein, weil es geht teilweise durch Dimensionen, durch Zeiten. Und ja, optisch ist natürlich wieder wirklich, also es ist ein optischer Orgasmus, was man hier sieht, was der gute GH hier vollbracht hat. Ja, also irgendwer hat geschrieben, man könnte es nur als Artbook benutzen, dann wäre es auch schon klasse. Und ich denke, auch das ist ein Band, der nicht für jeden gut ist. Also wer sich erstens nicht damit auskennt und zweitens eine relativ straighte Handlung mag, so Wolverine geht in die Berge, kloppt sich mit Sabertooth und gewinnt dann am Schluss, dem wird das hier nicht gefallen. Wer aber einen Sinn dafür hat, wie vielschichtig sowas sein kann, also er schafft es teilweise auf einer Seite mehr Geschichten zu erzählen als in dem klassischen Wolverine-Comic in einem Trade-Paperback. Ja, weil da einfach so viele abgefahrene Ideen und Sachen drin sind, das glaubt man nicht. Ja, aber ich muss sagen, wenn, dann holt euch erst die komplette Sandman-Reihe und dann diesen Band. Dann macht das Sinn. Ja, es gibt ja diverse Spin-Offs zu Sandman. Es gab ja zu Death gab es einen Spin-Off. Ja, also das macht alles nur als Gesamtpaket Sinn, und der hier im Besonderen, auch wenn es ein optischer Leckerbissen ist, aber ich habe schon verschiedene andere Stimmen dazu gelesen, die gesagt haben, ja, das ist mir alles zu abgespaced, zu kompliziert und die Verstrickung und sowas, aber das, wenn du für sowas Komplexes dann das Verständnis hast, das ist dann wirklich ein Lesegenuss. Ja, das ist wirklich vielschichtig. Ein bisschen einfacher geht's dann natürlich bei iZombie zu. Da hatte ich ja den ersten Band auch schon vorgestellt. Panini hat es jetzt erst einige Jahre nach der US-Erscheinung gebracht, weil jetzt die Fernsehserie relativ gut läuft. Und da iZombie drauf ist, hat man es gebracht, auch wenn das dran angelehnt ist, aber es ist nicht gleich. Also in der Fernsehserie ist es, glaube ich, arbeitet die Frau, glaube ich, in der Pathologie, wenn ich das richtig verstanden habe. Habe ich nicht gesehen. Hier ist eine Totengräberin. Und die junge Dame namens Gwen Dillon
arbeitet, ist ein Zombie und arbeitet halt mit anderen Jungs auf dem Friedhof und ja, so schafft es gelegentlich an frisches Hirn ranzukommen, weil wenn sie das nicht nimmt, so ist es eigentlich ein relativ normales, wenn auch bleiches Mädchen, wenn sie das nicht bekommt, dreht sie halt durch und will Hirn haben, wie jeder andere Zombie auch. Und ja, da gibt es wunderbare Sachen. Das, Sepp hatte das in einer der ersten Comic-Cookies-Folgen vor Jahren schon angesprochen. Er hat Freunde wie ein Wehrtiger oder auch ein Geist aus den 70ern. Und im ersten Band hatte ich schon... Wehrterrier. Was habe ich gesagt? Wehrtiger. Okay. Ja, ist wie mit... ist wie mit Alice und Miller. Ne? Kann man mal verwechseln im Alter. Und... jedenfalls hatte ich da ein bisschen kritisiert, dass ja schön bunt und typisch Allred, obwohl Allred es ja nicht geschrieben hat, sondern Chris Robertson. Was meines Erachtens nach der Serie gut tut, weil es nicht dann zu verspielt wird, weil immer noch dann bei vielen Allred-Sachen finde ich die Zeichnung super, aber teilweise denke ich, da hätte ihm mal einer auf die Finger hauen müssen und hätte gesagt, ja, mach es ein bisschen weniger poppig und ein bisschen mehr straighte Handlung rein. Das hat Robertson hier auch gemacht. Und er enthüllt das, was ich kritisiert hatte, war ja, dass ein bisschen zu wenig Vorgeschichte ist und zumindest von dem Wehrterrier und dem Geistermädchen, da wird es jetzt schon ein bisschen klarer, wo die herkommen. Und das macht das ganze Paket auch viel runder und ja, wesentlich lesbarer als zum Beispiel Mad Men. Mad Men ist teilweise wirklich sehr, sehr abgefahren. Auch wenn der Sepp es immer sehr abgefeiert hat, aber das ist nicht jedermanns Sache. Hier ist es einfach wie auch der Silver Surfer Band seiner Zeit. Da hat er auch nur als Zeichner fungiert. Wirklich ein gutes, lesenswertes Ding. Also ich bin sehr gespannt, ob die, wie sich die Serie durchsetzt, weil in letzter Zeit ist bei Panini leider auch so, dass nicht alle Serien angenommen werden. Also es wird der 100. Spin-off von irgendeiner Superhelden-Serie wird rausgekickt und irgendwie verkauft sich's, weil die Leute, oh, ist Batman drin, kaufe ich immer. Aber wirklich gute Kost, teilweise aus dem Vertigo-Bereich oder auch Image-Sachen, die sie gebracht haben, werden halt leider nicht zu Ende gebracht, was ich ein bisschen schade finde. iZombie hoffe ich, dass es durch die Fernsehserie so sehr gepusht wird, dass da noch weitergeht, weil das ist wirklich sehr lesenswert. Ja, also das kann man gut nehmen. Für dich wäre es wahrscheinlich auch nichts, ne? Ich hatte mal in den ersten Band ja reingelesen seinerzeit. Es hat mich jetzt nicht so gepackt. Also das war jetzt nicht so ganz mein Fall. Ich glaube, da freue ich mich ein bisschen mehr auf den Silver Surfer Band. Den habe ich ja auch noch zu Hause rumliegen und noch rumgelesen. Aber nee, das hatte mich jetzt nicht ganz so gepackt. Irgendwie war jetzt nicht ganz so mein Bereich. Ja, was auch nicht dein Bereich ist, weil ihr hattet ja nichts früher, ne? Ja, wobei, ne? Also das ist immer noch so. Ja, wie? Ich erinnere mich dunkel, sagen wir mal so. Ja. Wir hatten das Thema Masters of the Universe teilweise schon in den letzten Folgen dran gehabt. Neulich wollte mich hier der Flattermann aus dem Panini-Forum auch schon unehrenhaft entlassen, weil mir nicht einfiel, wie Skeletors Adler hieß. Dass ich nur geschrieben habe, Skeletors Adler. Weißt du es denn jetzt? Ja, jetzt Screech, aber das ist halt so eine Figur. Die ganz späten Figuren, die habe ich früher nicht mehr so mitbekommen. Ja, weil da war ich dann wahrscheinlich schon zu alt oder das drang nicht an Mark dran. Wo ich mich ein bisschen mehr mit beschäftige und ja, auch schon aus Nostalgiegründen die eine oder andere Figur jetzt nachträglich bei eBay geschossen habe, was an mich herangetreten ist die Welt der Meister Magazin. Draufgebracht hat mich, glaube ich, hier der Nerd-Nerd-Nerd-Podcast. Da wurde das mal erwähnt. Und zwar gibt's da den Sammelband mit den Heften. Also es war ursprünglich in einer kleinen Heftform. Wie so ein kleineres Trade-Paperback quasi zusammengefasst und ohne Werbung. Und zwar ist das ein Fan-Magazin, in Zusammenarbeit quasi mit master-toys.de und hordak.de, was so typische Masters-Fanseiten sind, herausgegeben von der Miriam Kassner.
Und drin enthalten gibt es jede Menge natürlich Bilder von klassischen Figuren, aber auch von den Neuauflagen der Figuren. Es gibt so einen cartoonigen Comic, den ich auch äußerst gelungen finde, auch wenn er, wie es für mich aussieht, mit Buntstiften gemalt wurde. Aber von der Humor trifft es halt ziemlich gut. Von Polygonus. Es sind Interviews drin mit den Machern zum Beispiel von der Masters of the Universe Hörspielreihe. Es geht auch um Remus, also das sind Spielwarenhersteller, der hat mal so Zauberbilder hergestellt und Bügelbilder, da kann ich mich auch noch dran erinnern, und Sticker und sowas. Die Leute haben ihre Tätowierungen mit Masters-Figuren gebracht und es geht um seltene Figuren. Also es ist wirklich ein sehr schöner, zusammengefasster Band. Es war, glaube ich, weiß gar nicht, sogar noch günstiger, und das Ding kann man sich sehr gut auch ins Regal stellen. Also es ist wirklich so, ja, ich sag mal, ein Zentimeter hoher Band geworden, wo, auch teilweise mit Cosplay, also sehr, sehr interessant, auch wenn man sich wie ich nur so nebenbei ein bisschen damit beschäftigt. Oder vielleicht ist es dadurch gerade gut, weil ich da logischerweise auch einiges verpasst hat in den Jahren der Nichtbefassung damit. Ja. Teilweise auch customized Figuren. Also für jemanden, der die Figuren damals mochte oder so, ist das schon ja eine große Freude, das einfach wiederzusehen. Leute stellen ihre Sammlungen vor. Also es ist wirklich, und es ist auch hochwertig gemacht. Ja, war nicht teuer, deswegen, ich weiß jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf, was es gekostet hat. Ja. Ist dann wahrscheinlich auch so im Kleinstverlag erschienen, ne, oder? Ja, selber rausgekommen. Ja. Aber halt auch hochwertig, sehr dickes Papier. Also das kann man schon gut nehmen, das Ding hier. Ja. So, weil du ja gerade so ein bisschen mit Nostalgie gespielt hast, komme ich zu einem Comic, das ich mir nochmal gekauft habe. Und zwar ist es Daredevil in den Armen des Teufels. Seinerzeit wurde das schon mal verlegt von Panini in so einer Prestige-Heftausgabe, meinte ich, war das. Und wurde geschrieben von Kevin Smith und gezeichnet von Joe Quesada. Und ist im Grunde der Comic, der mich zum Fan von Kevin Smith gemacht hat. Also das ist das Erste, was ich jemals von ihm wahrgenommen habe. Lange bevor ich da irgendwelche Filme von ihm kannte, und das habe ich mir dann, dieses Universum hat sich dann erst danach alles entschlossen oder erschlossen bei mir. Genau. Zu dem Comic selbst ist zu sagen, dass er im Grunde das gesamte Universum von Daredevil einmal komplett auf den Kopf stellt, wenn man so will, weil da so viel persönliches Schicksal drin stattfindet, wie es so wohl seinerzeit auch schon mal ähnlich war bei Frank Miller. Da kann ich mich jetzt leider nicht so dran erinnern, aber es wird hier drin erwähnt, dass da so ein bisschen drauf referenziert wurde. Und etwas ähnlich Großes hatten die beiden wohl damals vor, also Kevin Smith und Joe Quesada, und haben mit dieser Reihe im Grunde die Marvel Knights Reihe gegründet. Und das ging dann halt tatsächlich in so eine Richtung, dass Superhelden einfach mehr für Erwachsene konzipiert wurden. Und ja, so liest sich der Band und die Geschichte auch. Also da ist viel, viel nicht nur Gewalt drin, sondern da ist auch viel Zwischenmenschliches drin, was jetzt definitiv nichts für jüngere Leser ist. Ja. Also da geht's im Grunde darum, dass Daredevil, Matt Murdock, in gewisser Weise über Umwege, weil er da eine junge Dame aus einer Notsituation befreit, an das Kind dieser jungen Dame mehr oder weniger kommt, weil sie es dann bei ihm in der Obhut lässt. Und ja, dann tauchen weitere Charaktere auf. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist zum Beispiel einer, ist ein älterer Herr, der dann auf ihn zukommt und sagt,
Ja, das ist nicht, wie die junge Dame vielleicht behauptet, weil es wohl angeblich durch unbefleckte Empfängnis geboren wurde. Es ist nicht der neugeborene Heiland, sondern das ist hier, sag schnell. So, also der Priester hat nicht aufgepasst, konnte mir nicht helfen. Antichrist. So. Müsstest du doch eigentlich kennen, Mensch. Er hat auch, also man hört mir hier nicht zu. Auch der Hörer nicht, was? Der Priesturm nicht. Keiner hört mir zu. Also der Antichrist ist gemeint. Genau. Der behauptet halt, es ist der Antichrist und er müsste ihn jetzt töten, damit hier die Apokalypse nicht passiert. So. Und der Tippel ist natürlich da gewisserweise hin und her gerissen. Dieses kirchlich-christliche Thema zieht sich auch komplett durch bis fast zum Ende hin. Da wird es dann nochmal etwas deutlicher erklärt, dass es dann doch alles nicht ganz so ist, wie alles scheint. Aber bis dahin ist es halt, passiert halt extrem viel und auch viel Einschneidendes, was ich hier gar nicht weiter spoilern will an der Stelle, weil das schon sehr extrem ist. Und überraschenderweise sind es diesmal nicht die klassischen Gegner von Daredevil, die so die Hauptrolle spielen. Also Bullseye tritt zwar mal auf zum Beispiel und auch der Kingpin wird mal erwähnt oder auch mal kurz gezeigt. Aber die spielen hier wirklich nur Nebenrollen in dem ganzen Ding. Und es ist im Endeffekt ein ganz anderer Gegner, der sich herauskristallisiert, der eigentlich mit dem Daredevil-Universum so gar nichts zu tun hat. Oder, also zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Wird zwar mal Bezug genommen auf eine frühere Begegnung, aber die ist mir jetzt so nicht bekannt. Aber ich bin jetzt auch nicht so der große Marvel-Leser, der sich da in der Vergangenheit so gut auskennt. Du hast mir gerade gesagt, du hattest ja die Geschichte damals auch gelesen seinerzeit. Hast du da noch Erinnerungen dran oder müsstest du es mal wieder auffrischen? Ich glaube, an das Jahrzehnt habe ich überhaupt keine Erinnerung. Nein, also ich fand die Marvel Knights Serie von Daredevil fand ich relativ gelungen, ja. Eben beim Durchblättern ist mir aufgefallen, dass optisch natürlich heutzutage nicht mehr modern wirkt. Damals war es wirklich sehr moderne Zeichnungen, die wir da gesehen haben. Egal, also es sind ja mehrere Zeichner drin, wirklich drin. Cassidy, Steve Dillon, Jay Lee, sind Palmiotti, also das Who der damaligen Zeichner hat ja damals auch was mitgemacht. Aber aus heutiger Sicht sieht es doch ein bisschen stark, ja, Ende der 90er, frühe 2000er aus. Ja, also auch sehr, sehr bunt für Daredevil. Das wurde dann später ja noch ein bisschen düsterer. Aber trotzdem eine sehr unterhaltsame Gesamtgeschichte von Daredevil zu dem Zeitpunkt. Wobei ich jetzt glaube, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liegt, also die Hauptgeschichte wurde komplett gezeichnet von Quesada, meine ich, bis auf wenige kurze Zwischenstücke. Und diese anderen Zeichner, die du jetzt aufgeführt hast, das sind die hinten die Zusatzgeschichte praktisch. Also es ist, kurze Erklärung, ist noch im Grunde eine Zusatzgeschichte in Prosaform mit hinten drin, die wohl damals im Wizard erschienen ist, die so ein bisschen die Vorgeschichte dazu spielt und einfach nochmal das bis dahin bekannte Leben und Wirken von Daredevil nacherzählt so ein bisschen. Natürlich als Aufhänger dann der beiden Protagonisten, die sich da jetzt absprechen, nicht des Protagonisten Daredevil, sondern der beiden Figuren, die da irgendwie einen Plan aushecken. Und genau, das ist jetzt so das Zusatzmaterial, glaube ich, was da von diesen ganzen Leuten gezeichnet wurde. Da sind dann noch so Einzelillustrationen drin. Und ich möchte nicht bestreiten, dass da vielleicht in der Mitte auch nochmal jemand anders mit drin ist. Aber ich glaube, den größten Teil hatte wirklich Quesada damals mit dazu genommen. Und
Das war ja damals auch so ein bisschen so die Zeit, als Marvel in einer gewissen Krise war. Und ja, die haben da ziemlich hoch gepokert, wenn man so den Worten glauben mag, die da noch so ein bisschen im Beschreibungstext mit drin stehen. Also davor und danach ist dann auch jeweils nochmal so ein bisschen Bezug nehmen darauf. Ein Beschreibungstext auch von Kevin Smith selbst. Und ja, und das Ganze hat dann aber tatsächlich so eingeschlagen, dass es den Marvel Verlag im Grunde nochmal ein bisschen oder auch ein bisschen mit zur Rettung beigetragen hat. Und ja, wie gesagt, eben auch dieses Marvel Knights Label gegründet hat, von dem ja dann noch ein paar Geschichten oder ein paar Heldengeschichten mehr erschienen sind. Also Punisher war ja einer davon, ne? Und auch Spider-Man selbst, glaube ich, auch, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Elektra, glaube ich. Ja, es gab dann so ein paar Geschichten, die unter diesem Label. Kamen auch nicht alle auf Deutsch raus zu dem Zeitpunkt. Ja. Genau. Also es ist ein Klassiker, den ich eigentlich jedem ans Herz legen würde, der mit Daredevil irgendwas in Verbindung bringt. Also jetzt natürlich auch im Zuge der Serie, die bei Netflix läuft, ist bestimmt einer der Gründe, weswegen man es nochmal mit rausgebracht hat. Aber es passt auch. Also es ist eine schöne Ergänzung dazu. Ja. Ja, und hast du die alten Hefte nicht mehr gefunden? Nö, ich finde sowas eigentlich ganz schön, wenn eine Geschichte mir gefällt, dass ich die dann auch nochmal in gesammelter Form habe. Also ich habe ja damals auch die Green Arrow Ausgaben von Kevin Smith mir einzeln gekauft und gab es ja dann auch neulich auf einer der Messen, in den letzten 2-3 Jahren, gab es ja dann auch nochmal eine Wiederauflage davon in Hardcover-Format, die ich mir dann auch nochmal gegönnt habe. Das sind dann halt einfach so Geschichten, die ich dann auch ganz gern nochmal gesammelt da habe. Mhm. Ja, also wer es damals nicht gelesen hat, das kann man heute immer noch, gut lesen. Denke ich auch. Also so von der Geschichte her auf jeden Fall. Wenn du jetzt auch die Zeichnungen vielleicht nicht mehr so herausbringen würdest heutzutage, aber die Geschichte an sich ist zeitlos. Also die kann man eigentlich immer wieder lesen. Und das habe ich jetzt auch beim nochmal Lesen gemerkt. Also die ist wirklich toll und spielt auch ganz gut mit den Emotionen und ja, macht Spaß. Wie würdest du es denn einordnen, so wenn das, also die Daredevil-Legenden sind ja so ein bisschen Frank Miller, Brubaker, und Bendis, wie würdest du in dem Vergleichsfeld deiner Meinung nach einsortieren? Dazu habe ich ehrlich gesagt zu wenig von den anderen gelesen, aber also ich würde es schon mit zu einer der Daredevil-Geschichten überhaupt zählen. Weil, wie gesagt, allein schon der Status, dass es halt dieses Marvel Knights-Universum aufgemacht hat und auch der einschneidenden Erlebnisse, die darin passieren, oder Ereignisse, ist es halt echt, würde ich schon sagen, eins der Devil Comics, die man gelesen haben muss. Wobei ich jetzt von den anderen, die du erwähnt hast, wahrscheinlich nicht mal die Hälfte gelesen habe. Also ich kann mich noch erinnern, Frank Miller hatte ich sogar mal gelesen, aber das ist halt auch schon wieder Ewigkeiten her. Das müsste ich halt auch mal wieder machen. Ja. Das sind halt so Comics, die sollte man immer mal wieder lesen. Ne? Ja, das wird niemals alt werden. Genau. Im Gegensatz zu Frank Miller, der je älter wird, um seniler wird er auch. aber das ist eine andere Geschichte. Das wollen wir jetzt ja gar nicht aufmachen, das Fass. Genau. Ja, vielleicht willst du es ja auch nochmal lesen. Nee, ich bin jetzt mit deinen Funny-Sachen, die du mitgebracht hast, bin ich bestens bedient und also. Ja, das ist jetzt halt was ganz anderes, ja, das stimmt. Ja. Ich hab das ja noch. Irgendwo. Also ja. Ich müsste mir, um es zu lesen, müsste ich mir wahrscheinlich auch kaufen, weil ich nicht mehr weiß, wo genau in welcher Kiste, aber so ungefähr. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ich weiß nicht, ob es hier raus hervorgeht, ob das nochmal neu übersetzt wurde oder ob das die Original. Das wollte ich gerade gucken. Die Originalübersetzung, guck du doch gerade mal. Robert Ziska, sagt mir jetzt. Ob das die Originalübersetzung von damals war. Ja, Panini schon gebracht, warum sollten sie es nochmal neu übersetzen? Eigentlich ja. Gut.
Was hast du denn noch so Schönes? Ja, ein bisschen anteasern möchte ich noch, oder was heißt anteasern? Rausgekommen ist von Dani Books der zweite Velvet-Band. The Secret Lives of Dead Men. Und ja, Velvet hatte ich ja auch schon mal, meine ich, vorgestellt. Im Prinzip Velvet ist Velvet Templeton, die beim britischen Geheimdienst arbeitet. Am Anfang denkt man, das ist so eine Art Moneypenny, aber im Laufe der Geschichte hat sich herausgestellt, okay, sie war selber schon mal eine Agentin, war mit einem Agenten verheiratet und durch böse Schicksale und so weiter ist sie dann im Vorzimmer gelandet, hat es aber eigentlich immer noch drauf. Und die gute Velvet findet immer mehr und mehr raus, dass mit ihrer Vergangenheit da was nicht stimmt. Also das Ganze spielt so in den 60er Jahren. Und plötzlich ist sie selber die Gejagte des Geheimdienstes, weil sie an der Stelle aufklären möchte, wo das nicht gerade gewünscht ist. Mhm. Viel mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen, ohne es großartig zu spoilern. Ja. Aber was man sagen kann, ist, dass so den Background von einer klassischen 60er-Jahre-Bond-Geschichte hat, ohne die lustigen Sachen. Okay. Ja, also wenn du keine abgefahrenen Gimmicks, sondern einfach nur harte Bond-Action, wie du sie bei dem aktuellen Bond vielleicht hast, aber im Setting aus den 60er Jahren, dann ist es genau das Richtige. Und ich sag mal, das Kreativteam, Brubaker und Epting, ja, also die haben wir schon bei Winter Soldier gesehen, dass die es da in der Beziehung sehr drauf hatten. Mhm. Da geht's ja auch, was mit Bucky in dieser Zeit und alles passiert ist. Mhm. Die haben hier halt auch zugeschlagen. Und Brubaker, wir haben ja eben schon gesagt, bei Daredevil gesehen, bei Fatale, bei Criminal. Und es ist einfach ein begnadeter Autor. Mhm. Und die Cliffhanger sind mörderisch in der Serie. Das ist jetzt, das ist jetzt der zweite Band. Der dritte soll in Bälde folgen und dann liegt das Ding komplett vor. Und dann ist es eigentlich, ja, für jeden, dem Brubaker gefällt, ist das ein Must-Have. Man muss dazu sagen, Dani Books hat es im etwas verkleinerten Format rausgebracht. Also es ist etwas ein Ticken kleiner als das klassische Trade-Paperback-Format, wie man es bei Panini kennt. Ich lege es gerade mal oben drüber. Das sind oben so ja 1,5 Zentimeter weniger und an der Seite 1 Zentimeter, würde ich mal so grob schätzen. Aber das stört den Lesefluss halt überhaupt nicht. Ne? Und was wir ansonsten auch noch dran loben möchten, bei Dani Books gibt's bei allen gratis dazu eine Digital Copy. Das heißt, du scannst quasi deine Rechnung oder deine Quittung für den Kauf des Buches ein und dann kriegst du eine gratis digitale Ausgabe dazu. Was ja sonst jeder andere Verlag lässt es einzeln bezahlen, wenn du so ein Band holst und hier ist es mit dabei. Also wie gesagt, auf jeden Fall holen. Es gibt das Ganze für 16,99 oder dann gibt's noch etwas teurer die Hardcover-Fassung, die allerdings limitiert ist. Da weiß ich nicht, ob das da ist. Da müsst ihr mal schauen, ob ihr das noch findet. So. Dann haben wir noch eine Podcast-Empfehlung mal wieder zu machen. Der Steffen macht das ja in der Etage 13, wo er fremd geht hier mit einem Komiker, macht das relativ oft, dass sie da irgendwelche Podcasts, die sie sonst noch so hören, besprechen. Mhm. Wir hätten aber noch einen zum Thema Comic anzubieten. Und zwar gibt es einen Revival von Comic-Orama, die vor einigen Jahren schon mal relativ viele Folgen gemacht haben. Dann ging das Ganze, glaube ich, zum Comic Hive über, wenn ich das verstanden habe. In Zusammenarbeit mit Konsol.at war das damals. Mhm. Und ja, das gab es dann irgendwann nicht mehr. Und jetzt haben sich die Jungs von Comic-Orama, was ziemlich gleichbedeutend ist mit die Jungs von Blemblem, wieder aufgemacht, mal wieder zu podcasten, was ich sehr gut finde, weil ich eigentlich immer sehr unterhaltsam fand. Mhm. Und ja, ist eigentlich so wie früher. Die erste Folge haben Bouncy und Fanboy gemacht. Mhm. Da fehlt dann noch der Henning Merten. Und der war nicht dabei, aber es geht wieder stark in Zielrichtung US-Comics natürlich, auch Superhelden wird das Ganze gehen und ja, ist auch zeitlich begrenzt, also sollen keine epischen, mega langen Podcasts werden, sondern relativ knackig das Ganze. Wie gesagt, gerade in Richtung US-Comics und sowas, hört da auf jeden Fall mal rein. Mhm. No? Cool. Der Humor kommt nicht zu kurz. Jo.
Steffen. Ich. Was hast denn? Du noch was? Ich hab nichts mehr. Ich habe ja schon meine Comics soweit abgehackt. Was haben wir denn noch gesagt? Was haben wir denn noch gesagt? Ja, jetzt müssen wir gleich noch die Beute hier aufteilen, die hier noch so rumliegt. Was ich interessant fand, in letzter Zeit habe ich relativ viele negative Kauferfahrungen im Internet gemacht. Also ich kaufe ja auch einiges so gebraucht, zum Beispiel bei eBay oder auch gibt's ja für Bücher und Filme und ähnliches gibt's ja diverse Gebrauchtgeschichten, Marketplace und ähnliches, Rebuy, Medimobs und wie sie alle heißen. Mhm. Und ich habe jetzt in letzter Zeit so ein bisschen den Game Revival gehabt. Da hatte ich jetzt wirklich schon mehrfach, dass ich Sachen bestellt habe, die dann nicht so waren, wie sie eigentlich angekündigt waren. Also das Schlimmste war jetzt, glaube ich, habe ich drei Konsolenspiele gekauft. Die sollten alle tipptopp sein. Mhm. Das erste kam, da war die CD dermaßen zerkratzt, dass es nur eine Leihversion gewesen sein kann, aber hat funktioniert. Mhm. Bei dem nächsten hat die Anleitung gefehlt, was natürlich beim Spiel, was relativ viel mit Taktik zu tun hat, extrem scheiße ist. Mhm. Und beim letzten Spiel hat die CD gefehlt. Ne? Und für alle drei, ne? Und es ist halt erschreckend, dass ich wegen so einer Scheiße bei eBay dann einen Fall aufmachen muss. Mhm. Ein anderes Erlebnis hatte ich, als ich mal wieder drei Masters-Figuren bestellt habe. Also so viele habe ich ja jetzt im Endeffekt noch nicht, weil mich die Sache dann erstmal ausgebremst hat, weil ich dachte, ich warte jetzt erstmal. Und zwar hatte ich da drei Figuren bestellt. Dann ist angeblich das Paket auf dem Postweg irgendwie verloren gegangen. Sage ich, ja, ist interessant. Ich hatte es ja versichert, ne? War ja versicherter Versand. Mhm. Aber anscheinend mit meiner Postleitzahl komme ich da an die Daten von DHL nicht dran. Also hat diejenige falsche Daten da erstmal anscheinend eingegeben. Und dann kam irgendwann sie ganz verzweifelt, ja, und es wäre eigentlich meine Sache. Sag ich, ja, es wäre vielleicht meine Sache, wenn das ordentlich an die Post gegangen wäre. Aber offensichtlich komme ich nicht an die Daten ran, weil meine Postleitzahl nicht stimmt. Mhm. Ja, also alles, was ich gemacht habe, ist das zu kaufen und zu bezahlen. Ja, also da erwarte ich schon, dass das irgendwie mal geliefert wird. Und die hat es bis jetzt immer noch nicht gefunden. Auch sehr schwierig, schicken Sie mir doch mal Ihre Adresse, schicken Sie mir dieses, schicken Sie mir jenes. Sag ich, das ist doch alles bei eBay hinterlegt. Also, ne, also wo du so denkst, wer macht denn das da? Und dann bekam ich dann irgendwann ein Paket angeblich aus der eigenen Sammlung. Da waren die Figuren drin, allerdings ohne Zubehör. Und wer sich so ein bisschen damit beschäftigt, weiß, ich meine, klar, es ist nur ein Klumpen Plastik, aber wenn ich zu der Actionfigur die passende Waffe nicht dazu habe, ja, dann kann ich nochmal denselben Preis für die passende Waffe irgendwo auf eBay hinlegen, um dasselbe dann zu haben. Also klar ist es im Prinzip Schwachsinn, sich da Gedanken zu machen über so ein Stückchen Plastik. Aber letztendlich, das habe ich ja irgendwie gekauft und dann hätte ich es halt auch gern. Ne? Und so sind die Erfahrungen auch bei Professionellen, sowohl bei Rebuy als auch bei Medimobs hatte ich Spiele bestellt und da war jeweils alles wunderbar, hat funktioniert, war alles auch noch recht neu und dann hatte ich jetzt auch schon zweimal, dass jeweils die Anleitung gefehlt hat. Mhm. Und wenn ihr es als sehr gut und die Anleitung ist dabei, dann müsste das da irgendwie, ja, also ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich da aktuell relativ viel ins Klo greife. Klar kann man sagen, ich kann mir die Sachen auch neu holen, sicherlich, aber da sind manchmal auch Sachen, die so schon so ein bisschen in den Retro-Bereich reingehen und die kriegst du dann halt logischerweise nicht mehr neu. Und also wie gesagt, eigentlich bin ich gerade mit Medimobs unterm Strich relativ gut zufrieden, was ich da so bekomme. Aber mit den Spielanleitungen haben sie es aktuell nicht so drauf. Mhm. Ja, wobei die zumindest schon einmal mir das erstattet haben. Und letztendlich, also ich könnte mir das ja auch in Fingern saugen und sagen, das war wieder nicht dabei oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, jetzt ist schon wieder passiert und es ist halt schade, dass da ja was verkauft wird, was dann letztendlich nicht so geliefert werden kann. Also das geht dir das auch manchmal so oder nee, du kaufst nur neu, ne? Ja, ich kaufe relativ selten bei eBay tatsächlich, ja. Also in den letzten Jahren immer weniger eigentlich. Und ich habe einmal eine relativ schlechte Erfahrung gemacht. Das war auch mal irgendwie so ein Paket von irgendwas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was das war. Das kam dann halt auch überhaupt nie an. Also das war dann irgendwo verschollen. Und es gibt immer mal so, oder doch noch eine Geschichte kann ich doch noch erzählen. Das war noch zu Zeiten von VHS-Kassetten. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte sogar schon mal erzählt. Naja, also
als es gerade so am Umschwingen war und wir haben halt damals schon Disney-Filme gesammelt und hatten halt mit VHS angefangen und wollten das halt auch erstmal so weiterführen und so hat man es ja mit DVDs jetzt im Endeffekt auch erstmal gemacht, bis wir irgendwann jetzt dann doch auf Blu-ray umgeschwenkt sind. Aber naja, gut. Man wird da wohl auch keine einheitliche Sammlung hinbekommen. Jedenfalls haben wir damals uns König der Löwen nochmal bestellt, weil ich hatte es zwar als Kind schon mal gehabt oder als Jugendlicher vielmehr, aber das war dann eher die Kassette von meiner Schwester und die habe ich dann halt auch nicht mitgenommen. Und deswegen habe ich gesagt, der Film hat mir halt so gut gefallen, den hätte ich halt ganz gern nochmal. Und dann haben wir uns das auch damals über eBay bestellt als VHS. Und das war dann halt eine kackendreiste Kopie, ne? Wurde als Original verkauft, aber es war eine selbst aufgenommene und überspielte. Und da habe ich dann auch zurückgeschrieben, hier geht nicht, und dreimal entschuldigt und dann doch noch das Original hinterher geschickt. Ja. Aber es wird halt trotzdem immer erstmal probiert. Ja. Und wie gesagt, die andere Geschichte, das war irgendwie so ein Harley Quinn-Pack. Ich weiß aber nicht mehr genau, was da alles drin war. Ein Comic und eine Figur und irgendwas. Das hat auch den Weg zu mir nie geschafft. Also das war irgendwie sehr merkwürdig, das Ganze. Naja, jedenfalls, also das, wie gesagt, dafür, dass ich relativ wenig bei eBay kaufe oder gekauft habe, jetzt ja gar nicht mehr oder ganz selten nur noch. Und dann, wenn tatsächlich neues Zeugs, bin ich trotzdem schon immerhin zweimal auf die Schnauze gefallen. Also es kann halt passieren und dessen muss man sich halt auch bewusst sein, ja, dass das passieren kann, nicht sollte, aber auch kann. Ja, und ja, da bin ich dann halt mit, also wenn ich mir dann online mal was bestelle mit Amazon, dann doch ein Stück sicherer, sagen wir mal so. Ja, also wenn es jetzt gut Marketplace, keine Ahnung, stelle ich jetzt auch relativ selten, wie da so deine Erfahrungen sind, aber sonst so prinzipiell funktioniert das eigentlich ganz gut. Und wenn mal was schief geht, dann ist es ja meistens auch sehr kulant dann bei Amazon gelöst. Ja, habe ich auch das Gefühl, da relativ gut aufgehoben zu sein bei Amazon. Klar, ich meine, die Zustandsbeschreibungen sind da oft auch dementsprechend, aber da sage ich von vornherein, wenn ich was kaufe, wo der Zustand als akzeptabel nur angemarkert ist, dann kann ich mich hinterher nicht beschweren. Mhm. Wenn aber jemand was wirklich sagt, was wie neu oder sehr gut erhalten ist und dann fehlen wichtige Dinge, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Und gerade jetzt mit dem einen oder anderen älteren Spiel, das kriegst du ja sonst auch nirgendwo anders dann halt, ne? Und ja. Und ja. Ich frage mich manchmal, was die Leute mit ihrem Zeug machen, dass das manchmal in so wirklich üblen Zuständen dann selbst für, also man geht davon aus, dass das hat ein Kind oder sowas, ist es wirklich teilweise schlimm. Aber eine Frage tauchte für mich jetzt noch auf: Was hat dich bewogen, auf Blu-ray dann doch noch umzusteigen? Naja, jetzt sag mal so, also tatsächlich sind das so mehr oder weniger die Animationsfilme dran schuld. Also die CGI-Animationsfilme, weil die halt immer detailgetreuer werden und man dann das, was da an Leistung drin steckt, tatsächlich irgendwie nur bei Blu-ray richtig erkennt. Also wenn es dann gestochen scharf ist. Ich meine, wir haben jetzt einen großen HD-Fernseher und da lohnt sich das dann schon mal, ja, da drüber nachzudenken. Und wir haben weitaus nicht alle Disney-DVDs jetzt umgetauscht in Blu-ray. Also das haben wir einmal gemacht mit VHS in DVD. Das haben wir jetzt dann nicht nochmal gemacht, aber neuere Titel werden dann schon vorwiegend jetzt als Blu-ray gekauft. Haben wir jetzt halt keine medieneinheitliche Sammlung mehr, aber das kannst du wahrscheinlich eh vergessen, weil selbst Blu-rays gibt es zwar, aber es geht jetzt auch schon mehr Richtung Streaming beziehungsweise digitale Kopie und so weiter und so fort und von daher ja, das wirst du wahrscheinlich nie wieder erreichen können, eine komplette Sammlung in einem Medium zu haben oder geschweige denn dann zwei Sammlungen komplett, also oder drei, ja, also wie gesagt, noch einzelne VHS zu Hause, aber die guckt man halt dann einfach auch nicht mehr, ne? Und
DVDs ist ja zum Glück immerhin noch so, dass die kompatibel sind mit Blu-ray-Playern, also das geht ja schon und da wird dann schon das meiste rausgeholt, was möglich ist und ich sag mal so, bei den alten Zeichentrickfilmen, da ist das auch absolut okay, ja, das reicht dann völlig, da willst du auch gar nicht mehr sehen, weil da habe ich so die Erfahrung gemacht, wird das dann bei Blu-ray oder bei HD dann einfach schon zu viel, weil du dann auf einmal ganz dünne Weise Doppellinien siehst. Keine Ahnung, wie das dann zustande kommt, aber das ist dann wahrscheinlich der Auflösung geschuldet, ja. Und deswegen, also die alten Sachen, die klassischen Zeichentrickfilme gucke ich mir gerne in DVD an, das reicht absolut aus. Nur bei den neueren computeranimierten Sachen, die ja wirklich immer krasser werden in ihrer Detailgenauigkeit. Das ist die Poren an den Figuren und alles, ja. Das ist schon phänomenal und da will man das dann, glaube ich, auch sehen. Also ich möchte bei Goofy, wenn es geht, keine Poren sehen. Goofy ist es ja nicht. Ja, okay. Ich verstehe den Ansatz, ja. Also für mich, für die Geräte, die ich hatte, da habe ich keine großartigen Unterschiede festgestellt. Deswegen hänge ich immer noch, so alt das auch sein mag, immer noch an der DVD. Gerade auch, weil die meistens ja auch noch im Tick günstiger sind. Mhm. Und ja. Weiß ich nicht, ob ich da, also so richtig durchgesetzt hat sich das Ganze meiner Meinung nach ja immer noch nicht, weil dann gibt es keine DVD mehr. Ich meine, VHS war irgendwann weg, ja, ja, aber du hast aktuell immer noch alles parallel und das, ich finde es unterm Strich aber immer noch gut, irgendwas, ja, eine Box oder sonst irgendwas in der Hand zu haben. Also zu Streaming weiß ich nicht, ob ich bei Filmen darauf hingehe. Gut, ich konnte es mir lange Zeit bei Comics auch nicht vorstellen, bevor Comicsology das wirklich gut gelöst hat. Und gerade bei Sachen, die relativ teuer sind, bin ich doch froh, dass ich dann einfach sage, hier runterladen und dann macht mir Comicsology das. Ja. Mhm. Aber bei Filmen weiß ich nicht. Aber dafür bin ich auch zu wenig filmaffin, als dass ich das dann wirklich zelebrieren würde. Ja. Mhm. Ja gut, ich meine, du hast ja selbst bei Filmen hast du ja, also bei Streaming oder beziehungsweise digitaler Kopie, wenn du die kaufst, hast du ja schon die Auswahl oftmals zwischen SD und HD. Also das heißt, du hast selbst da die Unterteilung von, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, DVD und Blu-ray. Ja. Und solange das beides auch parallel angeboten wird, sehe ich auch keinen Grund, dass man da jetzt irgendwie die DVD abschaffen sollte. Im Vorgespräch, ich habe dem Steffen vorhin meinen neuen Erwerb gezeigt, weil ich habe mir nämlich, ja, ich weiß, 10 Jahre zu spät mal wieder eine Wii geholt, weil ich die günstig bei eBay Kleinanzeigen mit ein paar guten Spielen gesehen hatte und habe ich mir gedacht, ich kann mir entweder jetzt ein neues aktuelles Spiel kaufen oder bezahlen, was habe ich bezahlt, 70 Euro für die Wii mit 4 wirklich guten Spielen mit dabei und 2 Controllern und wirklich gutes Paket halt. Und hab mir die geholt. Du hast ja gesagt, du hast auch noch eine. Mhm. Wie kommt denn die optisch an deinem Fernseher? Weil ich habe, manchmal habe ich auch dieses Liniengefühl. Brauche ich da einen extra Stecker noch statt den normalen Dreifachstecker? Oder hast du eine Ahnung? Ich weiß es gar nicht. Ich hab... Wenn einer von den Hörern das weiß, dann tut's mir bitte in die Kommentare. Ich bin ein bisschen, weil, wie gesagt, der Fernseher ist relativ neu. Die Wii ist auch nicht die älteste, also eigentlich die jüngste, die letzte Generation vor der Wii U, die rauskam. Also so ganz hundertprozentig verstehe ich manchmal nicht, dass da die Linien nicht da seien oder dass ich ein gewisses Flackern wahrnehme. Also ich weiß jetzt gar nicht, was ich da hab. Also es ist irgendwie eine Adapterlösung auf jeden Fall. Der Adapter, der in den Fernseher reingeht, ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist aber, ich kann aber ausschließen, dass es ein HDMI ist und ich kann ausschließen, dass es ein SCART ist. Also es sind so die beiden Enden der Spektren, glaube ich. Und da ist irgendwas dazwischen. Und da rein geht dann halt dieses optische und die zwei Audio-Cinch-Kanne, Stecker. Also, ja. Vielleicht hilft dir das weiter. Ansonsten, wer tolle Tipps hat, einfach, wie er schon sagt, unter die Folge in die Kommentare oder so. Oder per Twitter, Follower Power. Ja, auf sämtlichen Kanälen sind wir zu haben. Ja, das sind so Probleme, wenn man halt immer nicht die neueste Grenze, nicht DVD, nicht die Wii U und nicht die neue PS4. Die neue PS4 hole ich mir dann, wenn die PS5 rauskommt, so, ne? Dann sind die Spiele so, dass ich da 10 Stück für den Preis von einem, wie es jetzt aktuell draußen ist, kaum
Aber auch da habe ich ja jetzt gesehen, wird es schwieriger, weil ich wusste ja, die Wii ist auch auf Internet getrimmt gewesen seinerzeit schon. Mhm. Und natürlich haben sie den Support eingestellt. Also du kannst da nicht mehr online gegeneinander zocken, was ich relativ frech finde. Weil, also gerade wenn du solche Sachen wie Mario Kart oder sonst irgendwas hast, was davon lebt, dass du gegen wen anders spielst, finde ich schon relativ frech, für solche Sachen dann einfach den Support einzustellen und zu sagen, ja, ihr könnt zwar gerne noch auf der Virtual Console Sachen bei uns kaufen, ne? Überhaupt kein Problem. Kaufen läuft super, aber wir haben keinen Bock, irgendeine Serverleistung für ein altes Spiel. Und wie gesagt, die Wii, die da steht, die ist jetzt von 2012, ist es eine. Ja, die ist jetzt noch nicht wirklich mega alt. Ja, wie die allererste Generation, die noch, glaube ich, rückwärts kompatibel mit dem GameCube war oder sonst irgendwas. Ja, also da frage ich mich echt, wohin bringt uns diese ganze Geschichte mit dem Streaming und mit den Kaufen von virtuellen Inhalten? Das ist genau wie wenn Comixology jetzt verreckt, habe ich ungefähr, keine Ahnung, um die 500 Comics, die ich mal gekauft habe, in den Wind gekickt. Wobei mittlerweile kannst du ja auch wohl downloaden, das funktioniert ja wohl, aber wer macht das halt, ne, wenn das nicht unbedingt musst? Also das ist teilweise schon bedenklich, in was für Abhängigkeiten man sich da reinberät. Ich meine, bei solchen Sachen wie, was weiß ich, Netflix oder so, wo du sagst, okay, gucke ich die Serie halt da und da, das ist ja dann was, wo du schon davon ausgehst, dass du es nicht irgendwie in der Kiste hast. Aber wenn gerade bei Multiplayer-Spielen, die wirklich auf sowas angelegt sind, wo du auf dem Rechner sagen würdest, das kann ich in 20 Jahren noch spielen, wenn die Leute noch ins Internet kommen bis dahin, ist natürlich schon marketingmäßig verständlich, dass die das so machen, aber nett ist es halt nicht unbedingt. Ja, wobei, wie gesagt, ich habe es mir jetzt nicht gekauft, um Multiplayer zu machen, aber so bei dem einen oder anderen Spiel wäre zumindest der Gedanke mal toll, dass es ginge. Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Ding mit den Sachen, also du kaufst Dinge, du kannst sie benutzen, egal wie. So, aber gut, das mit dem, dann ist halt die volle Funktionalität nicht mehr gegeben, dann in dem Fall, ne? Bei Comixology ist es ja jetzt so, wenn du es wirklich runterladen kannst, dann ist es dein Ding, man macht das, ja, dann schaff dir eine Festplatte. Von Anfang an so. Ja, also nimm dir eine Festplatte, wo du halt dann nur Comics drauf hast oder was auch immer. Und ich meine, bei so Diensten wie jetzt Amazon Prime oder Netflix ist es ja, du bezahlst ein monatliches Flat im Grunde, aber bist halt darauf angewiesen, was sie dir anbieten im Grunde. Da ist das ein oder andere auch sicherlich ein Kaufgrund, aber du kannst nicht darauf pochen, dass das jetzt ewig dann für dich verfügbar ist. Ja. Und dafür kannst du es dann halt zumindest bei Netflix wieder monatlich kündigen und sagen, hier, wenn ihr gerade nichts für mich im Programm habt, dann zahle ich euch halt einfach mal einen Monat nicht oder zwei oder drei. Mhm. Ja. Und gut, bei Comixology, wie gesagt, mach's so, wenn da jetzt eine Flatrate wäre, wäre das ja wieder was anderes, ne? Es gibt Marvel Unlimited, wollte ich gerade hin, da ist es ja dann auch so, aber da hast du ja wahrscheinlich auch kein Garantie drauf, dass du jetzt den unter den Titel dann mit drin hast, auch wenn der schon mal drin war, ja. Also es ist halt, ist halt ein anderes Geschäftsmodell, glaube ich, ja. Ja. Aber scheint anzukommen, scheint sich gut durchzusetzen. Also mal gucken, in welche Richtung das alles noch geht. Ich meine, es ist verlockungstechnisch natürlich interessant. Also ich habe ja auch ein 2DS. Für ein 3DS hat es nicht gereicht. Nein, ich brauche das mit dem Zusammenklappen nicht unbedingt. Und also für mich liegt der 2DS einfach besser in der Hand. 3D brauche ich nicht für so, scheint auch nicht jedem zu bekommen, der da 3D drauf guckt. Also du kannst ja auch abstellen und viele stellen es dann einfach ab. Deswegen habe ich mir ein 2DS geholt und da habe ich mir auch dann virtuell auf der Virtual Console quasi, was hatte ich mir geholt? Mega Man. Mhm. Gab so eine Compilation für, keine Ahnung, 15 Euro. Das war jetzt natürlich, das ist eine Spielreihe, die verhältnismäßig schwer ist. Ja, also wenn du die alten, keine Ahnung, Marios, sonst irgendwas spielst, das kannst du alles relativ locker, flockig runterzocken, weil es für Kinder gemacht ist. Mega Man, da ist es, das ist aber auch mega schwer. Also da musst du dich, das ist wirklich so eine Spielreihe aus den 80ern ursprünglich, wo die davon gelebt hat, dass du dich immer stückchenweise vorgetastet hast, irgendwann verreckt bist und dir einfach gemerkt hast, wo das war. Also das ist nichts, wo du einfach mal ein Level so schnell durchzockst,
weil einfach der Anforderungsgrad so schwer ist. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Spiel, wenn ich das direkt gekauft hätte, dann hätte ich es halt wieder verscherbelt, weil ich gedacht habe, okay, ist jetzt nicht so 100%ig meins, mich da stundenlang jetzt so mit beschäftigen mit einem Level, aber das funktioniert jetzt halt nicht, ne? Da muss man sich auch im Klaren sein. Also bin sehr gespannt, wo das alles mal hingeht, ob irgendwann alles so diesen Flatrate-Charakter hat, wie du es bei Netflix oder so hast, meinetwegen auch Spiele, dass du, was weiß ich, einen Betrag X im Monat zahlst, ja, dass du gewisse Sachen zocken kannst oder so. Die also gibt's ja, ne? Ja. Und ja, wenn du auf den aktuellen Konsolen irgendwas zocken musst, dann musst du ja auch immer mit anderen zocken willst, dann brauchst du ja auch immer wieder eine wunderbare Mitgliedschaft. Also die ziehen schon aus den Leuten raus. Ne, was mich halt immer noch so ein bisschen abschreckt bei dem ganzen Kram, weil ich nicht so der auch bei was weiß ich solche Sachen wie World of Warcraft oder so, das hat mich auch glücklicherweise abgeschreckt, weil das monatlich irgendwas gekostet, weil ich gesagt habe, hey, also das ist jetzt nicht meins, mal nutzt es viel, mal nutzt es halt gar nicht und die Abbuchung ist immer gleich, aber wie gesagt, alles eine Geschmackssache. Ja. Bei WoW bin ich aber froh, dass ich nicht in die Falle getappt wäre, weil da wäre ich wahrscheinlich, hätte ich 2 Jahre Lebenszeit da drin verbracht, wie ich mich kenne, weil es wahrscheinlich genau mein Ding gewesen wäre. So eine Phase hatte ich bei Diablo 2 auch nochmal, halt ohne irgendwelche Kosten, aber da war ich halt sehr viel online. Und hey, letztendlich, wenn du dann noch ein Leben dazu hast, dann ist es mehr als schwierig. Das ist, wenn du, keine Ahnung, solo arbeitslos, dann mag das alles funktionieren und ohne Familie und alles. Aber kannst ansonsten du eigentlich nicht leisten. Ja, aber ja, weiß ich nicht, so teuer ist es ja im unteren Strich nicht. Aber manche Spiele, gerade diese Online-Rollenspiele, da es würde mir 100%ig gefallen, aber ich lasse dann doch die Finger davon, weil ich weiß, oh Gott, so viel Lebenszeit habe ich nicht, um das alles durchzuzocken. Ja. Ja gut, das habe ich einmal gemacht bei City of Heroes damals, da war das mal so eine kurze Phase, aber da so sehr geflecht hat mich dann im Endeffekt auch nicht, dass ich dann gesagt habe, weil es halt auch zu zeitintensiv ist, also wenn du dich dann verabredest mit Leuten zu einem Team-Battle, dann musst du ja dann auch quasi die Zeit dafür aufbringen und das kann dann halt auch mal ein paar Stunden gehen, ja, und dann ja, darf um dich rum aber nicht viel passieren, weil dann musst du dich dann aufs Spiel konzentrieren. Naja, gut. Hattest du denn Phasen, wo du außerdem was online sehr stark gezockt hast? Nö, das war eigentlich schon das einzige Mal. Also, dass ich da mal was ausprobiert habe in der Richtung. Gut, da gab's ja noch dieses Freedom Force. Auch so ein Superheldenspiel. Ja. Da gab's auch so einen Online-Modus, aber ich glaube, der war damals sogar kostenlos. Also, und dann, na gut, bei DC Universe Online dann halt nochmal so ein bisschen. Aber ja, das habe ich mir jetzt halt auch auf die PlayStation 4 gezogen. Spiele es aber seitdem kaum. Also, weil auch die alten Figuren irgendwie nicht, irgendwann war dann auch mal der komische deutsche Surfer weg und meine Figuren waren auch irgendwie weg. Also es ist dann auch genau das Prinzip, was du da gerade ansprichst mit Comixology und so. Und da hast du dann also auch ein sehr, also meines Erachtens nach undurchsichtiger Support war das dann, weil ich dachte dann halt so, naja, irgendwie müsste das ja dann gehen, weil ich habe ja sogar dann Pakete gekauft, also hier diese Green Lantern-Pakete und sowas, logischerweise. Der feine Herr Liebsch. Ja, der, da war es mir dann halt das dann doch mal wert, ja. Aber wenn die dann auf einmal nicht mehr verfügbar sind, weil sie irgendwie einen Serverwechsel machen, das ist dann halt auch sehr, sehr frustrierend. Und sich dann irgendwie durch einen Support-Dschungel zu schlagen, da ich auch nicht so die Nerven und Zeit dazu, ganz einfach. Und das finde ich dann halt schon ein bisschen problematisch. Und seitdem habe ich da halt in das Produkt auch nichts mehr reingesteckt. Ja, also zumindest jetzt, gut, bei der PS4 nochmal das Grundspiel, aber keine Pakete. Ich werde jetzt die Pakete nicht normal bezahlen, ja. Ja, ich hatte eine relativ intensive Phase bei, jetzt, da werden sich nur noch die Älteren erinnern, so, fragt mal eure Eltern, ob die das vielleicht mit mir gezockt haben. Command & Conquer Renegade hatte ich eine Phase, das war ein Shooter auf Basis von Command & Conquer, aber online auch gewisse Taktik, die du einfach machen musstest. Ja.
Was ich nie hatte, war hier Counter-Strike. Das war überhaupt nicht meins. Hm. Dafür habe ich recht intensiv Battlefield gespielt. Das war so hundertprozentig meins, weil du wirklich eine Menge machen konntest und zwar auch nicht so unbedingt auf Taktik ausgerichtet, sondern ja, viel auf Zerstörung in den Anfangstagen einfach und das war richtig gut und richtig fies wurde es dann mit Diablo 2, also das war dann das Ding, wo ich die Notbremse gezogen habe, wo ich gemerkt habe, ich verbringe stundenlang dafür, irgendwelche Item-Runs zu machen und in Hochgeschwindigkeit auf bestimmte Bosse drauf zu gehen, in Verbindung mit meinem Kumpel und noch anderen, wo man online gezockt, da habe ich irgendwann gemerkt, hier, das wird jetzt zu viel. Also das, ich meine, damals war es, bin ich am Wochenende gependelt, hatte ich quasi unter der Woche war ich allein, hatte abends nichts zu tun und habe halt gezockt, so. Ne? Es war alles in Ordnung, aber das kannst du, wenn du ein bisschen soziales Leben hast, ist es mehr als schwierig. Ja. So, bevor wir jetzt hier immer mehr zu im zweiten Etage 13 Podcast oder sonstigem ausatmen. Wieso geht's da um Spiele? Habe ich noch nie gehört, dass ihr so Spiele hast. Auch, ja. Zurück in die Zukunft neulich von Telltale. Aber okay, abschließende Frage zu dem Thema von mir. Hast du denn für deine Wii einen zweiten Controller und Nunchuck? Na, selbstverständlich. Dann spielen wir jetzt noch eine Runde Mario Kart. Mario Kart habe ich nur auf dem 3DS, sorry, auf dem 2DS. Oh, ja, aber jetzt habe ich mich so da drauf. Wir können ein bisschen was schießen, wenn du möchtest. Na, mal gucken. So, ja, okay. Was wir noch kurz loswerden wollten, ist nochmal der kurze Aufruf. Wir sind also, wie gesagt, in Erlangen und wer von euch ganz gerne mal zu den Hörern sprechen möchte, der sollte den Blick schweifen lassen nach Breedstorm, den kann man eigentlich relativ schwer übersehen. Und das wird der nette junge Mann sein, der da mit Kopfhörern und einem kleineren Aufnahmegerät rumrennt. Der muskulöse, gut aussehende. So, ja, ja, ja. Und Papiertüte über den Kopf halten, ne? Ja, ja. Und aber ich glaube, du hast ein Ken-T-Shirt an, ne? Es ist zwar immer noch das T-Shirt mit dem alten Logo, haben es noch nicht geschafft, ein neues zu machen, aber wenn das noch passt. Ja, es wird entweder Comic Cookies draufstehen oder Comic Community. Da haben wir die T-Shirts noch, das ist relativ gut erkennbar. Ja, aber wie gesagt, mit größeren Kopfhörern hinterm Kopf geklemmt, rennen da die wenigsten durch die Gegend. Ja, also Rollkoffer gibt's 20.000 Stück, aber Kopfhörer ist eher nicht so vertreten. Ja, vielleicht kriegen wir es auch wieder hin, dass wir noch Crossover machen mit ein paar anderen Podcasts, die da sein. Also Plemplem wird ja da sein, weiß nicht, ob die selber noch was aufnehmen. Oder auch andere, schauen wir einfach mal. Ja, und es wäre schön, wenn wir dann die vorhandenen Cookies, sofern sie denn alle da sind, auch mal zusammenkriegen. Ne? Also die Chancen stehen ja relativ gut, hast du gesagt. Ne? Ja. Sepp wird auf jeden Fall da sein. Mhm. Oni hatte ich auch den letzten Stand so noch. Aber Oni ja, eventuell. Mhm. Feli, wie sieht's da aus? Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Eventuell auch der Florian, der schon ein paar Mal jetzt zu Gast war. Ja, genau. Ansonsten, wenn ihr das auf keinen Fall verpassen wollt, also irgendwie, dann könnt ihr euch natürlich auch im Vorfeld schon mal auf einen der vielen Kanäle von uns melden und das irgendwie vorher vereinbaren. Also ich glaube, das sollte möglich sein, wenn das jetzt absolut, wenn ihr es auf gar keinen Fall verpassen wollt, euren Senf dazu zu geben, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, das so zu machen. Ja. Ja, wir werden sowieso ja den ganzen Tag irgendwie in einer Art und Weise vor Ort sein, die wir noch bekannt geben auf der Homepage und natürlich wieder auf Twitter, gar keine Frage. Und auch das Abendprogramm werden wir relativ gut da gestalten, da ich ja jetzt, oder da wir jetzt 3 Tage beide da sind, ist auch ist einiges an Spielraum. Abends werden wir in den Vereinigten bekannten Etablissements unterwegs sein, aber Etablissement. Ja, ich weiß nicht, ob den Ritter als Etablissement, aber mal gucken, ja, ob überhaupt der Ritter war, war man da überhaupt jemals schon mal drin? Also
Ich glaube ich noch nicht, oder wenn dann einmal oder so. Wie hieß denn das? Kitzmanns war mein letztes Mal. Ja, das war ganz cool. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Irgendwas wollte ich noch kurz sagen. Weiß nicht mehr. Der Steffen ist in Damenbegleitung da, also vergesst irgendwelche amorösen, ja. Ne? Bitte keine heimlichen Liebesbriefe zustecken, es könnte gesehen werden. Ja. Das gilt auch für dich, Helge. Ja, der wird selber genug bekommen. Wenn ich mir immer so seine Warteschlange angucke, aber naja, gut, ich gönn's ihm. Ja. Ja, also die Alisic-Warteschlange hier beim Helge, die werde ich mir auf diesem Mal auf jeden Fall nochmal geben, weil das waren sehr lustige Interviews letztes Mal mit mir. Kleines, süßes Mädchen, gut aussehendes Mädchen, noch ein gut aussehendes Mädchen, dickes Mädchen mit großem Brust. Ach nee, das ist der Steff. Genau, so. Hast du gerade Titter gesagt eigentlich? Das wollte ich noch fragen. Was habe ich gesagt? Titter. Hä? Auf Titter sind wir erreichbar? Nein, habe ich nicht gesagt. Ach, hast du nicht gesagt, okay. Dann habe ich das noch so verstanden. Das heißt natürlich Twitter, ja. Okay. Gut. Ich glaube, damit hätten wir es jetzt, oder? Und heute ist übrigens der 1. April und wir haben euch kein April-Jersey reingebaut. Das müssen wir noch sagen. Ja, der April-Scherz ist, dass der Steffen den Podcast einfach noch nicht fertig hat und wir ein bisschen später sind als sonst, aber ich denke, das ist verzeihbar. Die nächste Folge wird dann in der Tat dann nach Erlangen sein, denke ich mal, ne? Und ja. Nee, die nächste Folge ist vor Erlangen noch. Willst du denn noch eine machen vorher? Naja, wir haben, es ist jetzt Anfang April. Mhm. Anfang Mai müssten wir theoretisch noch eine machen. Mhm. Oder für Anfang Mai. Und dann ist im Grunde schon Erlangen, ja. Also einmal dürftet ihr uns vielleicht noch hören bis dahin. Schauen wir mal. Oh, es klang jetzt nicht so optimistisch, aber naja gut. Falls nicht, werden wir das rechtzeitig bekannt geben und auch nochmal die Werbetrommel rühren und bekannt geben, wo wir denn dann anzutreffen sind. Und ja, bis dahin, gehabt euch wohl. Adios. Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.